Willkommen zurück, liebe Kinder der Nacht, zu Hugo rettet das Weihnachtsfest. Ach ja, heute ist bereits der 19. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Aber wie immer, erst einmal, genau, ich habe schon gesehen, hier haben wir einen weiteren Elf. Und gucken wir doch mal. Ah ja, genau. Die Elfen freuen sich schon richtig auf Weihnachten. Du musst jetzt dafür sorgen, dass sie nirgends anstoßen und unterwegs Weihnachtsporridge sammeln. Benutze die Pfeiltasten, um den Elfen den Weg zu zeigen. Genau, im Grunde dasselbe wie im großen Saal. Ja, im Prinzip das Snake-Spiel. Nur eben, dass es diesmal ein anderes Setting ist und ja. Genau, das war's eigentlich. Also eigentlich absolut simpel. Ich finde auch schön, wie die Fontäne da in der Mitte gezeichnet wurde. Diese Eisfontäne. Ah ja, der erste Gegenstand, an dem wir anstoßen können. So. Da hinten ist der nächste. Sehr schön. Na, ich glaube, das wird ein bisschen eng hier. Yep, ouch. Und nochmal. Na, ich wusste jetzt nicht, wie weit kann ich denn gehen? Bis zu welcher Kante? Das hier ist ja auch schon recht knapp. So. Wie süß, dass der da einfach steht und überlegt, ja, wo ist denn jetzt die Polonaise? Ah, gehen wir aus dem Weg. Dankeschön. Ja, hier nochmal. Der sammelt das ein. Das ist gut. Ich glaube, irgendwann kann man auch gar nicht mehr großartig ausweichen. Oh ja, hier. Das wird jetzt auch fies. An der Kiste vorbei. Sehr schön. An sich Porridge habe ich noch nie gegessen. Soll jetzt nicht so gut sein, habe ich mir mal sagen lassen. Ich glaube, das ist irgendwie Hafer oder sonstiges Getreide einfach aufgekocht mit Gewürzen. Ich habe keine Ahnung, großartig. Aber ich glaube, so Porridge kommt doch eher so aus Großbritannien, oder? Oder von wo ist das? Dieses Rezept. Ich selbst habe davon erst erfahren, dass das gibt, ja. Nicht durch die Geschichte hier. Wie gesagt, ich habe das kaum irgendwie mal gehört. Oder habe mir die eigentlich gar nicht angehört gehabt. Hey, da oben. Der steht ja jetzt einfach nur rum, weil er festgebackt ist. Auch gut. Naja, und genau. Hab davon erst vor ein paar Jahren irgendwie gehört, dass es irgendwie so in den Trends war, sag ich mal, als neues, großartig gutes Rezept und so. Ah, da hat sich ein bisschen bewegt. Jetzt. Oder? Ah, wahrscheinlich durch den Stall, dass er dir eine... Na, deine Pfosten, deine Balken. So. Mal gucken, wie weit ich das schaffe. So, der kommt jetzt auf uns zu. Hau ab. Oh je. Upp, ja, das war's. Aber gut, haben wir doch schon recht weit geschafft. Schön. Ich habe eben gesehen, die Türen waren noch auf. Einmal links zum Saal und einmal rechts zur Werkstatt. Okay. Jetzt rennen sie doch tatsächlich im Schlosshof herum und haben auch noch Spaß dabei. Was wohl als nächstes kommen wird? Ich muss diesem Unsinn ein Ende machen. Mhm. Ich sehe auch gerade auch bei der Kristallkugel. Die Türen da sind offen. Und wenn wir jetzt hier gucken, die sind zu. Naja, wer weiß. Ist genauso auch bei dem einen Minispiel, dass das Bild hier einfach mal verkehrt rumhängt. Ich finde das lustig. Naja, ansonsten viel Spaß wieder einmal mit der Geschichte. Benny, Willi und Julius kamen als Erste auf dem Boden des Schachts an und waren daher auch die Ersten, denen sich ein fantastischer Anblick bot. Genau vor ihnen stand Rudolf, das Rentier. Er war
unbeschreiblich schön. Mit einem riesigen Geweih und einer roten Nase, die so hell leuchtete, dass sich unsere Freunde nach einer langen Zeit in der Dunkelheit erst einmal wieder an die Helligkeit gewöhnen mussten. Willi und Gerda, die als Letzte den Boden des Schachts erreichte, waren völlig aus dem Häuschen. Die beiden hüpften vor Freude auf und ab, als sie ihren lieben Freund sahen. Und als Benny seinen kleinen Elfenfreund ganz vorsichtig auf Rudolfs Stirn setzte, herzten und küssten sich die beiden und wollten überhaupt nicht mehr damit aufhören. Benny und Torte war das schon ein bisschen peinlich. In ihrem Alter lässt man sich nicht so gern küssen und umarmen. Aber sie freuten sich natürlich auch. Schließlich machte Benny der Küsserei ein Ende. »Tut mir leid, wenn ich störe«, sagte er. »Aber wo sind die anderen Rentiere?« Rudolf sah ihn mit seinen sanften braunen Augen an, in denen die Weisheit von Generationen stand. Er ging vorsichtig zu Benny hinüber und schmiegte seine Schnauze in dessen Hand. Es war die weichste Schnauze, die Benny je berührt hatte. Einen Augenblick lang vergaß er völlig, was er gefragt hatte. So schön war es, Rudolfs Schnauze zu streicheln. Aber als das Rentier sich umdrehte und davontrottete, konnte Benny wieder klar denken und ging ihm nach. Auch die anderen gingen mit, denn es war klar, dass ihnen Rudolf etwas zeigen wollte. Sie gingen jetzt einen Gang hinunter, der von Rudolfs roter Nase in ein weiches, rotes Licht getaucht wurde. Die Ratten zu ihren Füßen suchten quiekend das Weite, und die riesigen Spinnweben an den Wänden bewiesen, dass Torte nicht übertrieben hatte, als er ihnen von der Spinne in seinen Haaren erzählt hatte. Es war feucht und kalt und ungemütlich hier unten. Aber aus irgendeinem Grund hatten unsere Freunde plötzlich keine Angst mehr. Sie folgten dem großen Rentier furchtlos durch einen Gang nach dem anderen. Und als sie dann um die Ecke bogen, wartete schon ein wundervoller Anblick auf sie. Vor ihnen standen die übrigen Rentiere, alle gesund und munter und ganz aufgeregt vor Freude. Benny und Torte waren so glücklich, dass jetzt auch sie ungeniert ihre Freude zeigten. Das Küssen und Schnauzestreicheln wollte gar kein Ende mehr nehmen. »Hurra, das Weihnachtsfest ist gerettet!« jauchzte Krümel so laut, dass es von den feuchten Wänden widerhallte. »Hurra! Jetzt gehen wir wieder nach Hause!« Aber dann wurde sehr schnell klar, dass sie doch nicht so bald nach Hause kommen würden. Denn in diesem Moment ertönte ein ohrenbetäubendes Gebrüll. Die Wände erzitterten und Millionen kleiner Wassertröpfchen regneten auf sie herab. Hunderte von Ratten versuchten, in alle Richtungen davonzulaufen, sodass das Wasser im Kanal zu kochen schien. Als das Brüllen wieder ertönte, hörte es sich sogar noch schauerlicher an als beim ersten Mal. Und sowohl die Tiere als auch die Jungen standen vor Schreck wie gelähmt da. Alle wussten, was auf sie zukam. Aber keiner von ihnen konnte auch nur einen Finger rühren. Die Angst stand ihnen im Gesicht geschrieben. Wie in Trance standen sie da und sahen zu, wie zwei riesige Schatten an der Wand des Abwasserkanals entlang auf sie zukamen. Dann wird's doch endlich mal wieder richtig spannend. Also ich fand das eben richtig schön mit der Szene, so dieses Rentierstreicheln und so, dass man so fasziniert davon ist. Ja, ich finde es auch immer schön, wenn wir dann doch mal in den Zoo gehen und da sind dann eben die Dammwilder, das Dammwild, wie auch immer. Ich finde das auch immer sehr schön. Kann ich ja mal ganz kurz erzählen, eine ganz kleine Geschichte. Als mein Freund und ich das eine Mal dort waren im Zoo, haben wir dann auch die Dammwilder richtig schön gestreichelt, gefüttert. Das fand ich richtig schön. Nur mein Freund ist dann mit dem Gesicht etwas weiter runter, auf Höhe des Dammwilds.
Das war, glaube ich, ein Männchen, ein richtig schneeweißes Männchen. Echt hübsch. Und ja, weil er eben zu dicht dran war, hat er dann glattweg ein Knutscher bekommen. Nicht dieses Anstupsen mit der Nase, sondern einmal mit der Zunge direkt übers Gesicht. Das war so schön. Sollte das irgendwann nochmal passieren, werde ich das auf jeden Fall mal aufnehmen. Naja, ich finde das echt eine schöne kleine Geschichte. Ich hoffe ansonsten, dass es euch gefallen hat und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zu Twitter, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Hugo rettet das Weihnachtsfest wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.